Familie Fückel aus Kesternich besucht in einer Woche 3 Erdteile. Nicht schlecht. Angefangen hat es noch in Europa auf Gran Canaria. Und von dort ging es dann gerade rüber zu den Kapverden und der Hauptstadt São Vicente. Die Inselgruppe gehört zum Erdteil Afrika und ist tatsächlich ein Ausläufer der Sahelzone, also hat auch einen Wüstencharakter, aber dafür viel Strand. Nach dem eintägigen Afrika-Besuch startete die Eifler Weltreisenfamilie Fückel in Richtung Südamerika. Nächstes Ziel: Recife in Nordbrasilien. Auf dem Weg dahin gab es erstmal eine ganz besondere Zeremonie, mitten auf dem Atlantischen Ozean. Nicht nur für die Passagiere, sondern auch für das Schiff selbst. Denn die Aida Sol überquerte zum ersten Mal überhaupt den Äquator. Zur Freude von Kapitän Felix Rothe und seinem Team. Großer Andrang deshalb bei der Äquatortaufe, bei der natürlich Meeresgott Neptun höchstpersönlich anwesend war. Neptun, es ist mir eine Ehre, den großen Neptun hier an Bord willkommen zu heißen. Neben der besonderen Urkunde gab es auch für Familie Fückel einige lustige Erinnerungen an die außergewöhnliche Tauffeier auf See. Viel los an den Seetagen auf der Aida Sol in Richtung Brasilien und Tanja Fückel zeigt uns jetzt mal was vom Schiff. So, wir gehen heute in das chinesische Restaurant, in das East, hier auf dem Schiff. Und hier geht's los. Sag mal hallo, Omi. Hallo. Hallo, gehen wir ins Essen? Ja. Okay, dann los. Dann gehen wir mal los. Los nach oben und gehen jetzt hier direkt zum Essen. So, hi! Hi! So, ab die Post. So, und hier ist das Restaurant. Ja, und dann war Land in Sicht: Südamerika, die Skyline von Recife, die Hauptstadt des Bundesstaates Pernambuco im Nordosten Brasiliens. Mit über 1,6 Millionen Einwohnern ist sie das Zentrum der Metropolregion Recife. Der Name Recife ist übrigens eine Anspielung auf die Felsenriffe, die die Strände der Stadt schützen. Nach 3 Tagen auf See freuen sich die Kesternicher Besucher wieder auf festen Boden und haben gleich einen Ausflug gemacht ins Gefängnis. Natürlich nicht als Insassen, sondern als Touristen. Denn das Casa da Cultura ist ein ehemaliges Gefängnis. In den 150 Zellen sind heute kleine Kunsthandwerksbetriebe untergebracht, die vor allem an Touristen verkaufen. Jede Zelle, was früher eine Zelle war, ist ein Laden heute. Diese Zelle ist geschlossen heute. Diese Zelle ist auf. Solche Attraktionen sind natürlich immer gerne Ausflugsziele von Kreuzfahrten. Und das war dann auch schon der Abstecher nach Recife. Das erste große Traumziel wartet nämlich schon. Fast auf den Tag genau zum Beginn der Karnevalssession in der Heimat werden die Fückels aus Kesternich am Wochenende in der brasilianischen Karnevalsmetropole landen, in Rio de Janeiro. Was sie da erleben und vielleicht auch Alaaf rufen? Dazu mehr in der nächsten Folge.